Wer hat Sonne und Sonne ist immer da, sie löscht nicht ab und so kann man das verbinden. So, dass man halt Strom von der Sonne bekommt quasi. Also die Sonne ist wie so ein gratis Stromleiter. Also, ja, ich finde es eine natürlichere Art zum Strom produzieren. Also wenn man jetzt keine hätte, dann müsste man ja im Strom zahlen. Und, also das zahlt man ja jetzt auch, aber irgendwann dann auch nicht mehr. Für die Heizung im Winter und im Sommer wäre es dann Klimaanlage oder Ventilator, die wir dann haben. Ja, wir haben zum Beispiel einen Beamer an der Wandtafel, der Strom braucht. Wir haben Laptops zum Aufladen, iPads zum Aufladen, das Licht, ganz viel so Zeug. Man lernt immer etwas dazu und eben, also, wie gesagt, es ist anders als in der Schule. Und in der Schule wird einem das so nicht beibracht. Wir wollen eine bessere Schule werden, also mehr auf Solar umbauen und weniger zu dem Atomstrom. Ich mache eine handwerkliche Lehre und mir hat schon immer Spass gemacht, etwas Handwerkliches zu machen. Und ich fand, es ist eine gute Idee, mal da ein bisschen mithelfen. Solaranlage finde ich eine gute Idee. Ich kann eigentlich unendlich Strom also mit dem.